Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu diesem neuen, kleinen, feinen Video hier auf Shrimp Warrior. Heute geht es um das 20-Liter-Becken, beziehungsweise das Becken, was ihr in der Videoreihe begleitet habt, was hier hinter mir steht. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt gerade sehen kann. Ich hoffe doch. Da sind jetzt Tiere eingezogen. Und welche Tiere das sind, beziehungsweise es sind ganz besondere Tiere, die man nicht so auf den ersten Blick erkennen kann, was es genau ist. Ich zeige euch das gleich mal und sage euch dann auch, was es ist. Oder vielleicht machen wir auch ein kleines Gewinnspiel daraus. Ob ihr vielleicht erratet, wie diese Caridina-Art im Speziellen heißt. Ja, das überlege ich mir noch. Vielleicht kommt auch wann, wie viel Aufmerksamkeit dieses Video von euch bekommt. Ja, wir besuchen Züchter. Nur mal so am Rande. Volume 7. Wir suchen immer noch jemanden auch, beziehungsweise wir suchen immer noch jemanden, der diesen Slot gerne für nächsten Monat besetzen möchte. Da könnt ihr euch noch natürlich immer noch bewerben und Co. Der Sascha und ich würden uns auf jeden Fall freuen. Ja, und ich würde sagen, jetzt lange genug vorweggelabert. Wir schauen auf das Becken. Wir haben Tag 49, Entschuldigung, mittlerweile. Und ja, es ist Zeit, die Tiere einzusetzen, beziehungsweise das wurde heute schon getan. Da habe ich leider nicht gefilmt. Aber ich möchte euch Tiere natürlich zeigen, wie es denen so geht. Und ich würde sagen, gar nicht lange labern, los geht's, ab dafür. Wie es den Tieren so geht. Wie gesagt, hier ist immer noch so eine simplere Lampe drüber mit jetzt nicht dem gewünschten RGB-Effekt natürlich. Der würde die Tiere noch krasser aussehen lassen, aber ich würde auch so sagen, man kann auch so schon erahnen, der Kenner wird das vielleicht auch schon sehen, dass sich das hier nicht um Tiger handelt und auch nicht um Bienen handelt, sondern um was ganz Besonderes. Das wird sich mit der Zeit noch zeigen, denke ich mal, dass die Farbe dann noch mal ein bisschen schöner und direkter rauskommt. Wie gesagt, das Becken läuft absolut super. Die Strategie, die wir gefahren sind, hat funktioniert. Und ich sage euch eins, das nächste Becken, was hier Tiere bekommt, wird dieses Becken sein. Noch vor dem großen 60 Liter ADA Becken. Da habe ich noch was ganz Besonderes vor. Aber erstmal könnt ihr ja vielleicht sogar mal überlegen, was hier vielleicht dementsprechend reinkommen sollte oder auch nicht. Und mit diesen kleinen wunderschönen Aufnahmen lasse ich euch jetzt in euren Feierabend oder wenn auch immer dieses Video schaut. Und hier nochmal ganz toll zu sehen, es geht auch ohne Bakterienpulver, Leute. Mit eingefahrenem Biomaterial geht das auch. So, selbstverständlich werden wir diese Alge auf jeden Fall noch mal entfernen, bevor es denn zur Sache geht. Leute, ich hoffe, das hat euch so gefallen. Und ob wir daraus ein Gewinnspiel machen, das werde ich mir jetzt noch im Laufe dieser Videobearbeitung überlegen, sollte das der Fall sein.
werdet ihr auf jeden Fall, denke ich mal, mal sehen. Vielleicht so ein Poster oder sowas, dass ihr sowas gewinnen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schön findet. Wir schauen einfach mal, was denn vielleicht so ein angemessener Preis wäre. Natürlich aber auch nur dementsprechend, wenn dieses Video durch eure Hand, nur durch eure Hand, ist dieser Kanal natürlich so, wie er ist, performt. Ja, ihr habt die Kleinen gesehen, denen geht's absolut wunderbar. Die fühlen sich schon pudelwohl, fressen jetzt gerade natürlich den Mikrofilm, der sich jetzt, den wir erzwungen haben bzw. erzeugt haben über den Zeitraum der Einlaufphase. Und ja, die Wasserwerte sind wie folgt. Wir haben natürlich eine Gesamthärte von 3, haben eine Carbonathärte von 0. Weichwasser, Carrageenan, ist da gar kein Wunder. Einen pH-Wert von 5,9, obwohl wir gar keinen Bodenfilter und Co. benutzen. Das macht wirklich der Sol. Das ist auch der Sol der SL Aqua, den ich da drin halt verwendet habe. Und Fahnetemperatur so von roundabout 22, 23 Grad. Ja, wir werden jetzt mal schauen, wie sich die Tiere in den nächsten Wochen so entwickelt. Ich zeige euch jetzt noch mal ein paar schöne Aufnahmen von anderen Becken, wo wir dieselbe Strategie gefahren sind, wo die Tiere halt schon etwas länger drin sind, beziehungsweise von meinen Black Fancy and Red Fancy Tigern. Und natürlich auch mein geliebtes Mischgarnierenbecken soll natürlich auch nicht zu kurz kommen in diesem Video. Werdet ihr auch nochmal sehen. Ja, falls euch das Video in diesem Sinne so gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen oder einen schönen Abend, wann ihr auch immer dieses Video schaut. Haut rein, bis dann.